Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zu Demolish and Build 2018 in der Beta. Ich gehe immer wieder auf die linke Maustaste, obwohl ich das gar nicht möchte. So, wir reisen hier zwei Ställe ab. Die müssen wir aber vorher erstmal etwas mit Wasser behandeln, dass das nicht so rumstaubt. Weil das hat schon gerade ganz gut gestiebt. Und das wollen wir ja nicht. So, dann mal hier drüben haben wir dann gleich noch den nächsten Stall. Dann machen wir dann auch gleich noch fertig, dass wir ja den ganzen Spaß noch nur immer anstecken müssen. Alles klar. So. So. Jo. Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Oh, wir haben eingehend einen Anruf. Hey, was? Wenn meine Frau mal sagt, alles klar. Alles klar. Wenn deine Frau mal sagt, dann sage ich irgendwas. Also eigentlich ist hier Wasser drauf, ne? Ja, zum Beispiel hier hinten stiebt es gar nicht, an manchen Stellen stiebt es leider Gottes noch. Hier ein bisschen anders machen. Das würde ich eigentlich auch lieber mit dem Bagger machen. Dafür hat es sich ja eigentlich ergeben, dass der Bagger für solche Fälle eigentlich besser ist. So, stiepen bitte, aber das haben wir schon mal fertig. So, reparieren wir gleich mal hier wieder, bevor es kaputt geht. Ging es aber schnell runter. So, Aufgaben erledigt. So gut. Ja, gut, da waren die Staubkosten waren jetzt hier ein bisschen höher, aber immerhin 3.500 bekommen, 200 abgegeben für die Staubregulierung. Ja gut, es darf halt nicht so oft stauben, ne? Also sollen sie halt einfach mal die Fenster zumachen, ja, oder mal eine Gasmaske kaufen oder eine Staubmaske in dem Fall, ja? Dann geht das auch, würde ich behaupten. Dann geht das definitiv auch. So, sehr schön. 7.500 wieder. Oder fast 7.500. So, das läuft, das läuft, das läuft. Jobs. Nach den Erdbeben sind einige Fliesen von den Seitenwänden abgekratzt. Da brauchen wir Bulldozer, Abrissroboter und Presslufthammer. Das erste Mal, dass wir mal einen Presslufthammer brauchen. Wahnsinn. So. Das heißt, wir brauchen Abrissroboter und... Was haben wir für den Job noch gebraucht? Abrissroboter und einen Bulldozer. Sehr schön.
Achso, den Abrissroboter muss ich eh auftanken, oder? Feels Batman. So, hallo, Halli, Hallöchen. Das kriegt man alles hin, würde ich sagen. Auch Holzelemente aufbauen. Achso. Boah, jetzt bin ich mal verwirrt, was er von mir will. Baueinheiten. Um einen Bau zu beenden, musst du damit interagieren. Standardgemäß F. Okay. So, Fliesen abreißen, Ziegelsteine zerstören. Kann ich da nicht eher mit dem Pressluft arbeiten? Ja gut, gehen tut das auch, ne? Aber dauert nur ewig 90 Jahre. Ist trotzdem ziemlich steil, die ganze Geschichte. So, Moment, ich bringe mich ein bisschen in Sicherheit. Jetzt. Oh ja, das geht bei weitem schneller. Ja gut, da hätten wir das hier schon mal. Was haben wir dann? Ja, schön sagte Baby. Was haben wir jetzt hier unten? Ah, geht ja auch noch, Mann. Dann müssen wir wieder hier runter. Chironimo! Oh, sehr gut. Habe ich nie daran gezweifelt, dass das nicht funktioniert. Kommt immer darauf an, ob die jetzt genau oder die letzten Punkte da oben haben wollen oder nicht, aber ich mach's mal sicherheitshalber. Ach du Heimer, hier geht's ja oder weiter. Gut.
unten ist immer noch was, hä? Und jetzt nicht mehr. Ah, da haben wir wieder ein paar neue Einkünfte generiert. Sehr schön. Aufgabe erledigt, alles klar. Ziegelsteine zerschach das da. Na gut. Dass da natürlich genau da rum ein Haufen Zeug liegt, was nicht kaputt gehen darf, ist natürlich reiner Zufall, oder? Haben sie wieder extra so gemacht, ja. Sehr gut. Abgeschlossen. Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten im Innenausdings noch irgendwas machen müssen, aber okay. Kosten inklusive Staubdämmung, gar nichts, weil es hat nicht gestiebt. Es war nämlich, Achtung, feucht. So. Damit du Geld in Grundstücke investierst, musst du eine Reihe an Aufgaben bewältigen, um Einkünfte aus ihnen zu erzielen. Das ist richtig, liebes Spiel. Das ist durchaus richtig. So. Ich würde mal behaupten, wir haben, nein, wir haben genug Kohlen, um jetzt endlich mal, aber auch wirklich endlich mal, ins Maschinengeschäft zu gehen und uns diesen, das ist eine Walze, ist klar. Haben wir uns den nicht gekauft? Da steht einfach hier, der steht einfach nur so rum. Ja, der steht auch noch rum. Jetzt können wir uns endlich den Blödföhn hier kaufen, damit können wir nämlich dann Materialien anliefern. Willem, du hast gekauft LKW. Ja, Mensch, Meier, das wird aber auch mal Zeit. Grundstücke, Goldmine. Auf Karte anzeigen. Ja. Dann Parkplatz, LKW, Fahrzeug liefern. So. So, vergiss nicht regelmäßig Erz mit dem LKW zusammen, das auf dem Markt zu verkaufen, um Geld zu verdienen. Voraussetzung, Dings kaufen. Möchtest du dieses Grundstück wirklich erwerben? Ah, das kostet uns 5000. Ja, nee, dann natürlich eher weniger. Ich dachte, das bringt. Grundstücke, Jobs. Okay, wir brauchen 5000, dann können wir uns die Mine kaufen. Dach, dann rostiges Raumschiff und Großvaters Haus. Dafür bräuchten wir einen Abbruchroboter, einen Rattellader und einen Rattlager an der Butterkralle. Und wir kriegen noch separat dazu ein Dings. Und hier bräuchte man eigentlich noch einen Bulldozer und einen Vorschlaghammer. Hier ist Sprengstoff mit 7000 gewährt? Okay. Das ist nicht schlecht. Oh, wir haben eine Unfallstelle. Wir haben eine Unfallstelle dort. Felsen von der Straße wegschieben. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Also aktuell ist anscheinend nur eine derartige Mission da. Aber diese eine Mission bringt uns sehr schnell leicht verdientes Geld. Deswegen machen wir sie dann auch. Oder denke ich mal später im Spiel durchaus noch weitergehend sein oder auch mal andere Aufträge, aber das Status ist aktuell scheinbar nur die drin. Sehr gut. Ja gut, und so schnell kann man 5000 verdienen. Ne, das muss man halt auch erstmal nachmachen. Das muss man auch erst. Da können wir jetzt noch unsere Goldmine kaufen.
Ne, so schnell geht das. Sprengstoff ist halt so eine Sache. Also 600 pro Sprengstoff bei 1800 Einsatz beispielsweise. Das ist dann eher, ich finde es jetzt nicht so pralle, sagen wir es mal so, ne? Da kaufe ich mir jetzt lieber hier die Goldmine. Jawohl. Und hier muss ich Abladepunkt. Also, jetzt müssen wir was jetzt hier noch anliefern. Wände ausstellen. Voraussetzung LKW. Holzbretter. Abladepunkt. Also ich bis dahin, okay. Dann müssen wir das wieder ein paar Holzbretter kaufen. Naja, gut. Aber besser als nichts. Aber schön haben sie den LKW auf jeden Fall geparkt. Das muss man lassen. Ein schöner Peterbilt hier. Ist das nicht sogar der W600? So von der Nachbildung her, oder war der kleiner oder größer? Ich weiß es gerade gar nicht. Was haben wir hier eigentlich? Dach eines Gebäudes. Ach, das ist ein Auftrag, okay. Waypoint wurde erreicht. Sehr gut. Ich brauche Holzbretter, genau. Und zwar, gut, wie viel Holzbretter habe ich da nochmal gebraucht? Das ist jetzt eine gute Frage. Moment. 5 Holzbretter. Okay, 5 Holzbretter. Das haben wir auch 2000 los. Und da verschmilzt das Geld. Gut, da kommt auch wieder neues Geld hinzu, aber trotzdem. Aber dafür investieren wir jetzt hier sehr gut. Das wird uns dann schon, denke ich mal, am Ende des Jahres insgesamt belohnen. Heilung. So, Materialien abladen und annehmen. So, jetzt geht's noch weiter. Wände aufstellen. Na, klassisch. Wände aufstellen, Bretter liefern 0 von 5 und Büsche den Erdboden gleich machen. Bling. Also jetzt muss das Zeug hier rein. Hinweis, Verstärkung. Einige Materialien müssen verstärkt werden. In diesem Fall musst du dein Fahrzeug mit dem Verstärkungsteil ausstatten. Ah ja. Die meinen eher den Ladeteil, würde ich jetzt mal behaupten. Aber passt schon. Meine Freunde, wir sind erstmal fertig. Wir kümmern uns hier im nächsten Part wieder drum. Däumchen da leider nicht vergessen. Und bis dann, auch daran. Peace and out.